Eine Stunde, nachdem sie den Imam verlassen hatten, kamen Baelei und Kaaba zu Hause an. Dort warteten Arame Tiandume, eine Cousine Kabas, und ihr Sohn Tala, der seine Reisetasche umgehängt hatte, im Zimmer. Nach der üblichen Begrüßung erklärte ihnen Arame Tiandume, sie hätte gehört, dass sie noch in dieser Nacht auslaufen würden, und sie bestand darauf, ihnen den kleinen Tala anzuvertrauen. »Nein, er ist zu jung«, winkte Baelei ab. »Woher hast du erfahren, dass wir diese Nacht auslaufen?«, fragte Kaaba mit etwas bitterem Unterton. »Die Leute in Tiablene haben das hier wirklich so schnell ausgeplaudert.« Arame überhörte die Frage ebenso wie die Beschwerde Kabas über die Bewohner des Viertels und antwortete Baelei: »Wer ist jung? Tala? Nein, er ist nur klein gewachsen. Die Kinder, die im gleichen Jahr geboren wurden wie er, sind schon seit letztem Jahr beim Militär. Tala ist älter als 21, ich schwöre es.« »Arame, erzähl doch keinen Unsinn. Tala ist nicht einmal 16 Jahre alt, er ist noch ein Kind. Wir können ihn auf keinen Fall mitnehmen«, beharrte Baelei. »Bevor wir entscheiden, soll sie uns sagen, wer es ihr verraten hat«, sagte Kaaba wütend. »War es mein Onkel?« »Meinst du Anhan? Auf diese Idee kannst nur du kommen, Kaaba. Du weißt doch, dass dein Onkel auch meiner ist, denn er, deine Mutter und meine Mutter stammen von denselben Eltern ab. Aber wir grüßen uns ja nicht einmal, wenn wir uns auf der Straße begegnen. Der wird mir ganz bestimmt nichts sagen, das weißt du genau. Wer war es dann?« »Ich habe die Nachricht zufällig aufgeschnappt«, antwortete Arama Tandume, ohne eine Miene zu verziehen. »Ich kann keinen Namen nennen. Aber ich weiß, es stimmt. Das ist alles. Ich verlange auch nicht, dass ihr Tala umsonst mitnehmt. Ich habe das Geld für die Reise hier unter meinem Hüfttuch versteckt.« »Er ist zu jung.« Baelei blieb dabei. Arame flehte sie an, hielt ihnen das ganze Elend ihres Lebens vor Augen. Sie war geschieden, Mutter von 6 Kindern, die von diesem Tunichtgut vom Vater verlassen worden waren, der sich nicht um sie kümmerte. Nur der Älteste, Tala, war ein Junge. Sie hatte keinen Bruder und auch sonst keine Verwandten, der sie unterstützen konnte. Jeder Tag war ein harter Überlebenskampf. Der Verkauf gerösteter Erdnüsse vor dem Eingang zur Schule, zu der sie jeden Vormittag ging, brachte gerade so viel ein, dass sie genug zu essen hatten. Im Übrigen schlugen sie sich mit dem wenigen durch, das ihre beiden größeren Mädchen verdienten. Diese waren 8 und 10 Jahre alt und arbeiteten schon als Hausangestellte. Doch jetzt, Gott sei Dank, war ihr kleiner Sohn zum Mann geworden. Wenn es ihm gelang, die Reise zu unternehmen, würde sich ihre Lage ändern. Wie alle, die in Europa waren, würde Tala den Teki und ihr Schicksal würde sich zum Guten wenden. Er würde ihr ein schönes, mehrstöckiges Haus kaufen, mit einem Schlafzimmer aus dem Möbelhaus, einem Salon mit Ledergarnitur und einem Regal mit lauter hübschen Kleinigkeiten. Er würde ihr die Pilgerreise nach Mekka bezahlen, sie würde Handel treiben, nach Dubai oder nach Hongkong fahren und ein Luxusauto besitzen. Als Kene mit einer zugedeckten Schüssel in der Hand ins Zimmer trat, hielt sie mit ihrer Klage inne. Kene stellte das Gefäß beim Bettende ab und ging zum großen Tonkrug, der in einer Ecke des Raumes stand. Sie füllte ein Plastikgefäß mit Wasser, das in eine kleinere Schale zum Händewaschen goss. »Hier ist das Abendessen«, sagte sie und stellte die kleine Schale neben die mit dem Essen. »Wenn ihr genug geredet habt, dann esst. Ich und die Kinder haben schon vor euch gegessen. Arame, du musst auch etwas essen.« »Das ist schon in Ordnung, Kene. Ich habe schon gegessen.« »Nein, nein, Arame, iss nur, sonst werde ich böse.« »Bilahi, ich bin wirklich satt, Kene. Ich habe gegessen, bevor ich hergekommen bin.« Arame Tindume tauchte die Finger ins Wasser der kleinen Schale, hob den Deckel der großen Schüssel, fuhr mit der Hand hinein, nahm mit den Fingerspitzen ein wenig Couscous und steckte es in den Mund. »Bilahi, das reicht, Kene«, sagte sie und tauchte die Finger in die kleine Schale. »Du weißt, wie ich bin. Wenn ich wirklich Hunger gehabt hätte, hätte ich gegessen. Aber ich brauche deine Unterstützung. Sag deinen Männern, sie sollen meinen Sohn mitnehmen.« »Sie helfen dir bestimmt, du bist ihre Schwester«, meinte Kene. Sie verließ das Zimmer, während ihr Mann wiederholte, Tala sei zu jung. Als Arame Tiandume wieder damit begann, Baelei anzuflehen, fragte Kaaba unvermittelt den Jungen, wie alt er sei. 15 Jahre«, tappte Tala unversehens in die Falle, ohne dass ihm klar war, dass er etwas anderes als seine Mutter behauptete, die gesagt hatte, er wäre älter als 21 Jahre. »Nein, das stimmt nicht, Tala, du bist nicht 15 Jahre alt«, protestierte sie vorwurfsvoll. »Ich weiß, was ich sage. Ich habe mich hingekniet, um dich auf die Welt zu bringen, vor mehr als 20 Jahren, ich schwöre es.«
Sie schwieg kurz, schluchzte mehrmals, dann begann sie erneut, sie mit zitternder Stimme anzuflehen und brach schließlich in Tränen aus. So helft uns doch, um Himmels Willen. Mein Sohn muss nach Europa, um dort wie alle Erfolg zu haben. Auch wenn er noch ein Kind ist, ist er ein guter Fischer, der oft auf der Pirogue von Visenio Tiambane de Santia Guidi in Bagni zur See fährt. Er kann auch eine Pirogue steuern und sich bestimmt während der Überfahrt nützlich machen. Baelei und Kaba, die, völlig aus dem Gleichgewicht gebracht, nicht mehr wussten, was sie sagen sollen, verstummten. Das Schluchzen Arame Tiandumus wurde noch stärker und ging in ein verzweifeltes Wehgeschrei über. Aus Angst, sie würde das ganze Haus, wenn nicht das ganze Viertel in Aufruhr versetzen, gaben sie schließlich nach. Du brauchst nicht zu heulen wie ein Kind, das man geschlagen hat. Gib das Geld her, sagte Baelei. Bring uns nicht um mit deinen Tränen. Es reicht, wir nehmen ihn mit, fügte Kaba hinzu. Arame Tiandume hörte auf zu weinen. Er hob sich vom Bett, drehte ihnen den Rücken zu, hob ihr Hüfttuch hoch, nahm die an ihrem zweiten Unterrock festgemachten Geldscheine heraus, drehte sich wieder um und hielt sie Baelei hin. Das ist nicht genug, sagte der und zählte die Geldscheine nach. Ich weiß, gab Arama unter starkem Schluchzen beschämt zu, bereit, jederzeit wieder in Tränen auszubrechen. Ihr müsst mir verzeihen, ich habe nur diese 150.000 Francs, das ist alles, was ich sparen konnte, Bilahi. Tala ist ein Kind, ich gebe es zu, deshalb müsst ihr mir helfen und mir um Gottes Willen einen Preisnachlass gewähren. Ist schon in Ordnung, fall nicht gleich wieder in Ohnmacht, unterbrach sie Baelei. Du kannst jetzt beruhigt nach Hause zurückkehren, wir nehmen ihn mit. Arame Tiandume dankte Gott, lobte seinen Propheten und überschüttete die beiden Fischer mit Dankesworten. Dann betete sie lange für ihren Sohn, wünschte ihm eine gute Überfahrt und verabschiedete sich von ihm. Nachdem sie gegangen war, wuschen sich Baelei und Kaba die Hände und machten sich über das Couscous in der großen Schüssel her. Tala, den sie einluden mitzuessen, meinte, er hätte schon mit seiner Mutter gegessen. Sie sagten ihm, er solle im Hof auf sie warten und er verließ das Zimmer.